Servusle, meine Lieben. Schön, dass ihr reinschaut. Eine gemütliche Runde The Forest mit dem Voucher und mit dem Nameless. Wir sind mit den letzten Steinen auf dem Weg zu unseren Gärten, Leute. Ich habe es ja angekündigt, dass ich so ein ganz kleines bisschen Offscreen Steine besorgt, dass wir auch mal weiterkommen. Das machen wir jetzt eben zusammen fertig. Das sind nicht mehr viele. Ich glaube, uns fehlt... Ich habe sogar mehr Steine gesammelt, wie wir brauchen. Ich weiß nur nicht mehr ungefähr... Ah, doch, hier war das. Hier müssen wir sie kurz anbringen. Einen kurzen Augenblick. Und dann können wir nämlich Pflanzen aussetzen, meine Lieben. Das sollten wir auf jeden Fall... Das sind die letzten sieben, dann haben wir es. Parenga und Katzenga, die Gärten sind fertig. Natürlich müssen wir auch noch einen Zaun ansetzen. Das würde ich auch noch gerne machen heute. Und dann drüben eine kleine Leiter. Man sieht es jetzt leider von hier wahrscheinlich nur, wenn ich es ganz genau erkläre. Von der Seilbahn geht es doch an die Klippe links und unten drunter ist diese Anhöhe. Und hier möchte ich einfach nur einen schönen geraden Weg machen in Richtung Yacht. Das, ich habe nur die Richtung benannt, nicht so weit. Und links und rechts davon werden wir dann unsere Körperwelten-Totems aufstellen. Mal eins mit nur einem Arm, mal eins mit zwei Armen, eins mit voll ausgefüllt und so. Ganz verschiedene. Auf der rechten Seite vielleicht die vorgegebenen. Und dann haben wir da noch eine kleine Treppe nach unten zu bauen. Eventuell noch einen Turmausläufer in Richtung Strand, dass wir auch direkt da hochkommen. Von unserer Spinne. Es sieht aus wie eine Brückenspinne, ne? So, Leute, das räume ich jetzt aber wieder weg hier. Die Steine spawnen hier nach. Schade, dass die im Weg nachspawnen. Ich hätte gerne eine saubere Straße gehabt. Gut, das Beet da hinten, das ist echt ein Knüller geworden hier, dass das so am Rand rumhängt, aber egal. Okay, Nameless, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Lass los. Lass los, Alter. Lass los. Was hauen wir denn jetzt hier rein? Das sieht nach Aloe Vera aus. Für Aloe Vera hätte ich ja gerne eigentlich ein... Wieso ist denn das jetzt schon kaputt? Haben die... Verbrauchen die sich mit der Zeit, die Beete? Oder war das, weil ich da letztens dieses Eichhörnleblatt gemacht habe? Pass mal auf. Das hier ist ein wunderschönes Aloe Vera Beet, finde ich, Leute. Machen wir mal rein, oder? So, pass auf. Flup. Flup. Aloe Vera haben wir nur zwei Stück. Dann würde ich sagen, machen wir das Blumenbeet. Wie viel haben wir von den Blumen eigentlich? Ich muss noch mal gucken. Ich muss noch mal schauen. 12 Stück. Die hauen wir hier rein. Die hauen wir hier rein. Lass mich die Blumen hier rein. Oh Gott, Alterle, ist das ein Riesenbeet. Wir müssen nur aufpassen, wenn es jetzt gleich umschwingt. Stopp, es hat umgeschwungen. Was haben wir hier? Da haben wir noch mehr von dem Zeug. Das kommt ins nächste große Beet rein. Hier. Oh, 30. Ja, die haue ich rein, bis das Beet voll ist. Kennen wir nix. Kennen wir nix. Gehen wir durch. Jetzt muss ich umschalten. Ihr findet hier nicht so rechtzeitig das gebaut habe, gell? Das tut mir tierisch leid für euch. Wirklich. Oh, wir haben gar nicht mehr, Leute. Wir haben gar nicht mehr Zeug. Hier habe ich jetzt was reingepflanzt. Hier habe ich was reingepflanzt. Dann haue ich hier noch was rein. Und dann haben wir ein Beet vorne praktisch frei. Die Tiere tun sich ein bisschen schwer hier. Das war's. Ausgesamt, Leute. Das ging aber schnell. Das ging aber verdammt schnell. Jetzt pass mal auf. Wenn wir schon mal hier sind, dann bleiben wir auch hier. Zwei Runden am Stück gedreht, habe ich ja gesagt, ne? Das heißt, wir zeichnen jetzt hier heute schon mal den Zaun an. Sollten wir. Und wir haben gesagt, wir geben alles. Wir wollen einen Knochenzaun. Das haben wir uns auch verdient, finde ich. So, Nameless, wie willst du das einzäunen? Richtig schön oder richtig knapp? Ich würde sagen knapp. Knappe Geschichten. Wir sind mal gespannt, Leute, wie viel Zaun das insgesamt braucht, oder? Mach mal wenigstens, es sollte einigermaßen schön sein. Bis hier. Dann hier so. Und jetzt darfst du hier nur nicht runterfallen, mein Freund. Sonst bist du nämlich tot. Töter als tot. Hier können wir ja eine ganz kleine Ecke für, was weiß ich, für ein Bonfire vielleicht mit einplanen. Machen wir mal so. So. Ey, Leute, das werden sehr viele Knochen. Und jetzt hier einfach immer schön entlang. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Das wird teuer. Das wird teuer, ungeheuer. Aber das ist uns egal. So, einfach mal bis hierher, würde ich sagen. Ja, Leute, überschaubare 200 Knochen. Die haben wir ja ruckzuck zusammen. Scheiße, ist das viel. Scheiße, ist das viel. Boah, ist das viel. Aber egal, oder? Sind wir ehrlich, Leute, wir wollen es schön. Und hier habe ich jetzt gedacht, dass wir ein kleines Bonfeuerle draufsetzen. Schauen wir uns natürlich auch gleich an. Damit wir das später alles mal erleuchten können. Ja, das müssen wir machen, Leute. Hier, guck mal. Wenn wir das hier so hinsetzen, das ragt nicht ins Beet rein und nicht in den Zaun. Ganz knapp in den Zaun. Okay, pass auf. Die Blätter können wir schon mal anbringen. Die Sticks. Das heißt, wir brauchen hier 5 Bäume. Die würde ich gleich noch holen wollen. 5 Bäume. Und haben wir noch Knochen dabei? Nee. 8 Knochen pro Zaunfragment. Alter Schwede. Da müssen wir schnetzeln, Leute. Da müssen wir echt schnetzeln. Ich hole mal eben die 5 Bäume hier runter. Das machen wir.
Ach so, katapultmäßig. Ey, vielleicht bauen wir hier noch ein Katapult auf. Ich habe ja gesagt, ich baue eins. Wir werden allerdings das Katapult hier nicht zum Einsatz bringen. Zumindest nicht oft genug. Aber vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance. Wir gucken mal eben. Wir schauen mal eben, was das Katapult kostet. Dann bauen wir das auch noch fertig. Ein Wagen ist noch leer und oben, gell? Ja, komm, ein Katapult muss man bauen. In der Staffel. Das hilft gar nichts. Man muss mindestens ein Katapult besitzen, oder Leute? Ich habe das Katapult jetzt im Sinn, weil ich die, falls ihr es mitgekriegt habt, ich will die Steine gleich irgendwie wegräumen. Ich muss es nochmal schön rumdrehen. Weißt du, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann mal die Chance haben, darüber zu schießen. Ne, so wollte ich es nicht haben. Mach das nochmal weg. Es muss dann schon ausgerichtet sein, nämlich. Ein bisschen musst du schon auch mitdenken. Ja, genau in die Richtung. Ja, komm, das sieht aber bestimmt schon mal zumindest gut aus. Für Styling können wir das uns erlauben. 15 Sticks, 5 Bäume. Das heißt, wir brauchen jetzt insgesamt 10 Bäume. Die holen wir. La 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 di la 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 la. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Mutantenknochen jetzt, Leute. Beziehungsweise Kannibalenknochen. Ey, guck mal, wir sind kaum irgendwo. Ein paar Minuten gibt es hier nichts mehr. Wo war denn jetzt der Wagen? Der muss doch da irgendwo gewesen sein. Nehmen wir was in den zweiten Wagen hin. Ich weiß, dass wir noch einen hatten. Du musst nämlich auch Sticks holen. Boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass der zweite Wagen nicht auffindbar ist wieder. Nicht reparieren. Achso, das ist ein Baum. Entschuldigung. Ich dachte gerade, was repariert er jetzt hier? Gut, dann müssen wir das halt umsiedeln. Ach, ich weiß, wo der zweite Wagen ist. Ich habe euch schreien gehört gerade. Der ist ja drüben. Der ist ja drüben, Leute. Da bauen wir uns hier nochmal einen neuen, oder? Jo, Wegen kann man nicht genug haben. Wegen kann man nicht genug haben. Jedes Mal ist Feuer. Jedes beliebige Mal. Wegen. Hier ist der Wagen. Wir drehen den hier hin. Und 21 Hölzer. Draufgebrumpft, mein Freund. Hol die Axt. Hier sind genug Hölzer. Ich habe einen Frosch im Hals. Ich habe einen Frosch im Hals und ich weiß auch, dass der da ist. Im Gegensatz zu diesem Teich hier, der Froschgeräusche macht. Die Frösche aber die zeigt, ne? So ist es. Das ist der Unterschied zum Real Life, Leute. Das ist der Unterschied zum Real Life. So, pass auf, wie viel fehlen noch? 5 Stück, die holen wir. Die holen wir, die holen wir. Da kennen wir nichts. Lala. 2. Ey, Alter. Es ist schon so eine Geschichte hier mit den Dingern, ne? 4. Und den hier noch. Paarenger Hüpfe, junges Häsle, unser Nebles. Ja, Leute, oder? So machen wir das. 2 Baurunden. Mittwoch Bergfest. Da werden wir auf jeden Fall den Armsi da unten dann mal platt machen. Und dann bereiten wir uns gemütlich vor, besorgen uns alles, dass wir Samstag, Sonntag eventuell die Machete holen. Und dann möchte ich mal gucken, vielleicht schmeiße ich gleich ein paar Loks runter ins Sinkhole. Lass uns mal kurz was gucken. Ich will mal kurz was testen. Aber für ein Shelter, ne? Für ein Shelter. Ich will mal ganz kurz was gucken. Das Problem wird allerdings sein, dass das nicht geht, was ich da jetzt überlege. Ist jetzt auch nur ein Test, Leute. Nicht durcheinander bringen lassen. Wo war denn? Die bauen wir doch so gerne, ne? Guck mal, wenn ich die baue, Leute, die kostet 27 Holz, dann habe ich eine Brücke, aber die ist lang nicht so hoch wie Sinkhole. Das müsste man dann von oben nach unten anzeichnen. Gut, aber einen Shelter baue ich auf jeden Fall auf, ne? So, 10 Hölzer nehmen wir jetzt mit vor und dann bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden, dann können wir Knochen farmen gehen eigentlich. Zeit haben wir noch. Die Körperwelten anzeichnen. Würde sagen, wir fangen mit der Treppe an. Und da muss ich mal gucken, da bauen wir einfach eine Straße und links und rechts von der Straße, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, um da jetzt ein riesen Gebäude hinzubauen. Und ihr wisst ja, The Forest und Gebäudebau ist nicht so meins. Ich bastel hier lieber irgendwelche Gruschsachen. Fallen oder irgendwelche Seilbahnen oder Brücken. Das ist ja eher so meine Geschichte hier. Ich bin da nicht so versessen auf Gebäude. Warum auch immer. So ist es halt. So, den nehmen wir auch noch mit. Das ist ein großer. Dann haben wir insgesamt 9. Ja, dann schlage ich einen mehr runter, wenn wir brauchen. Ein bisschen Stärke kriegen wir auch, aber 200 Knochen ist ein Wort. Vor allem, ich kann ja immer nur so 15 Knochen rübertragen. Es sei denn, ich krieg die in den Wagen rein, dann würde ich sie fast in den Wagen laden. Können wir gleich gucken drüben. 2. La 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 li la 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 la. La 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 li la 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 la. Hier ist er. Jo, so muss ein Montag sein. Locker einsteigen, ohne großen Stress. So liebe ich das. Die nimmst du mal mit. Wir brauchen nämlich bestimmt Sticks da vorne gleich nochmal. Den nimmst du auch mit. Jawoll, ja. Jetzt probieren wir einfach mit den Knochen. Wie viel habe ich denn jetzt? 3, 6, 9. Da fehlt jetzt genau ein Stamm. Dann hole ich das Ding noch hier. Oder hab, da ist auch so ein kleiner, oder? Ne, ist eine große. Dann nehmen den. Dann nehmen wir den. Da kennen wir nichts. Die Rüstung. Was machen wir mit den? Ah, wir können an unserem Garten natürlich auch noch eine kleine Bank aufsetzen, Leute. Weil wir werden eh 2 Stämme übrig haben. Dann bauen wir uns eine kleine Bank. Kann man sich hinsetzen, ausruhen, wenn man will. Und ein bisschen Licht. Und das ist gut. Da bin ich zufrieden. Okay, den nimmst du auch noch mit hier.
Dann sind wir sticksmäßig soweit voll. Den nimmst du auch noch mit, Nameless. Lass nichts verkommen, was du abschlägst. Vier Stück, Paarenga und Katzenga. So, Leute, den Tag habe ich frisch gestartet. Boah, jetzt haben wir einen Stamm zu viel. Gut, ich leg den mal hier hin. Wenn ich den dann später brauche, hole ich den natürlich. Ne? Es sei denn, der Nameless, der gute Alte, kriegt es da so irgendwie mitgezogen, das Stück. Pass mal auf. Ja, und jetzt musst du nur schnell sein. So, Nameless. Ja, super geklappt hat's. Super geklappt, ich bin drüber kolpert. Egal, Versuch war's wert, oder? Die Spielemechanik, haben wir mal wieder ein bisschen was probiert. Ist doch auch nicht schlecht. So, langsam. Hier ist es recht steil noch, Nemi. Langsam bitte, mein Freund. Langsam. Dann rotz mal da roh. Für was haben wir denn jetzt so viele Hölzer gebraucht noch? Leute. Leidl, für was haben wir denn so viele Hölzer gebraucht? Ach, da hinten fürs Bonfeuer. Aber Moment mal. Da waren doch noch Sachen. Ah, es war das Katapult. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab's schon wieder vergessen. Pass auf, dann hauen wir das wieder hier rein. Dann fahren wir zurück. So, das erste Bonfeuer steht. Dann kommt drüben bei den Körperwelten eins hin. Dann kommt oben bei der Seilbahn eins hin. Bei der Hütte da hinten. Was ist so außenrum? So machen wir ein bisschen einen auf Herr der Ringe. Die Leuchtfeuer von Vouch Tiris. So in die Richtung habe ich das überlegt. Und da unten können wir auch noch ein paar aufbauen. Und einmal will ich am Ende wieder alles anzünden. Aber dieses Mal muss es richtig flackern. Da muss uns der Spielstand auseinanderbrechen. Ja, Nameless. Ja, du und das Katapult. Hier ist der Ding. Kommen wir da überhaupt rüber? Ja, wir kämen rüber. Wir kämen hier hinten rüber. Man sieht es zwar fast nicht. Ne? Also ich zeige es euch nochmal. Da praktisch vor diese Steinbolzen, die wir da unten aufgebaut haben. Falls sich da mal was tummelt. Aber wann tummelt sich da schon mal was? Jedenfalls habe ich jetzt meinen Frieden, weil jetzt haben wir tatsächlich einen Katapult gebaut. Jetzt will ich noch eine kleine Bank. Hier können wir doch ein schönes Bänkle hinsetzen. Heio, das machen wir jetzt, Leute. Ein wunderschönes Bänkchen für den kleinen Nameless. Da 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 da. Moment, Diggerle. Schritt, Schritt, Schritt. Jetzt pass auf. Wo war die Bank? Wo war die Bank? Schränke, das wollten wir eigentlich auch nochmal alles irgendwann machen. Ich kann euch nur nicht sagen, wann ich das alles machen will. Stopp. Irgendwann sag mal, gibt es hier die Dinge nicht mehr. Da ist sie. Da ist sie, Nameless. Aber dreh sie die bitte schön hin. So schön ans B dran, so ungefähr. Noch ein kleiner Mini-Eindreher und ab dafür zwei Hölzer. Haben wir nämlich geholt. Und hier versuche ich jetzt auch gleich Knochen einzulagern dann. Wir können ja mehrere Bänke hinbauen, ne? Guck mal, hier guckt er praktisch ins Land. Es wird schon wieder dunkel. Und wenn ich von hier hinsitze, hier schaut er dann, wie sein Gras wächst. Wunderschön, Nameless. Wenn du jetzt noch 200 Hölzer, Knochen irgendwo hättest, wäre es eine geile Geschichte. Jetzt kommt das Problem hier mit dem Ding, ne? Pass mal auf, nimm mal, stopp, 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 lad mal das Katapult gleich mit Steinen. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Hier, ne? Lumli, 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 lum. Nein, nicht die Mollys, nicht die Mollys, nicht die Mollys, Alter, ne? Ich nehme wieder alles raus, ich weiß nämlich nicht sicher. Stopp. Okay. Bam, 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 bam. Da müsst ihr eigentlich jetzt umschalten, wenn die letzten Steine. Jetzt, hör auf. Sehr schön. Dann holst du die da wieder raus. Lum, lum. Lum, 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 lum. Lum, lum. Okay, weiter geht's. Dann ist es schon mal gefüllt. Das kann ja auch nicht schaden. Wir können ja auch einmal rüberschießen, wenn wir wollen. Why not? Bum, 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 bum. Und der. Jetzt ist voll, ne? Komm, wir schmeißen einmal. Wie viel das er halt gleich reinmacht. Aber nachts siehst du es auch einigermaßen, ne? Ja, die fliegen schon weit, aber das Katapult war ja schon immer so ein bisschen, ne? So, jetzt kannst du neue reinladen. Es macht Spaß, aber es ist nicht so wirklich effektiv. Also ich habe bisher noch nicht wirklich viel Spaß damit gehabt. Aber ich habe auch noch nie wirklich mich darum bemüht, es ordentlich zu bauen, muss ich sagen. So. E. Nee, ich will hier mit R. Rüber, rüber, rüber. C, C, C. Jawohl. Und fertig gebaut. So, jetzt pass mal auf, Leute. Wir kommen ja hier rüber oder hier nach oben. Und da würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall mal eine Lämpchen. Es ist voll ruhig heute, ne? Es kommt schon wieder keiner. Es ist nur drüben was los bei uns. Wir müssen rüber, wenn wir kämpfen wollen. Wir gehen auch gleich rüber. Ich brauche nämlich noch einen Wagen. Genau, pass mal auf. Dann hauen wir hier nämlich eine Lämpchen hin. Und zwar wieder schön. Dieses Mal schön zu uns gedreht. So ist es doch herrlich. Dann haben wir hier Lämple. Da können wir eigentlich da unten eins hinmachen. Ja, das soll ja auch schön und gemütlich werden. Ich meine, er wohnt ja immerhin hier, der Kollege. So,
Jetzt fehlen Sticks, alles klar, da müssen wir wieder einsammeln. Feuerzeug raus, Digga, sieht nämlich außer dir keiner was. La 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 la. Jetzt gehen wir uns kurz hell machen, Leute. Hier will ich natürlich dann auch noch ausleuchten, ne? Diese Brücke können wir wahrscheinlich sogar, weil ich ja hier über dem Wasser nicht kämpfe, teilweise mit einem Zaun bestücken. Müssen wir mal gucken. Jetzt geht's erstmal zurück ins Zuhause. Essen, trinken, schlafen. Die Dinge, die der Nameless tut, wenn er nicht baut. So, nehmen wir gleich die ersten Knochen mit rüber. Ich muss gucken, ob ich die im Wagen reinkriege. Das wäre natürlich eine Geschichte. Weil drüben kämpft ja niemand. Sonst muss ich da jetzt wirklich 10-mal rennen. Hier habe ich übrigens auch die Dreier-Dings draufgesetzt, ne? Da haben wir ja angezeichnet, dass die Säulen drei hoch werden. Die habe ich gemacht, die Steine. Da sind die nämlich auch schon mal weg. Oh, wir können nicht schlafen, Nameless. Dann probier mal die Geschichte mit dem Wagen gleich. Iss mal einen Riegel so lang. Und eine Dösle. Na komm, iss noch ein Riegel. Wir holen jetzt demnächst eh wieder Material. Also, pass auf. Pass emol uf. Hier kam ich ja noch nicht rüber, ne? Wieso habe ich da nicht schon längst irgendwas hingebastelt? Lass mal kurz was gucken. Los, moi, geschwind, das Scharn. Ein Steg? Sollen wir uns hier einen Steg rüberbauen, geschwind? Wieso ist denn der von der Höhe so bescheuert? Ja, aber ist ja okay. Ich meine, der darf hier ruhig reinlappen. Da hätte ich jetzt kein Problem damit. Und dann eine kleine Brücke dazu. Warte mal eben. Geht der nicht höher oder tiefer, ne? Pass mal auf, ich hopfe mal rüber. Ja, einfach, dass wir da mal in Zukunft fahren. Dann kann ich auch mit dem Wagen rüberfahren, Leute. Wie viele Bäume sind das? 12. Ach so, halt, der ist ja noch nicht fertig gebaut. 12 Bäumis. Nameless, oder? Die schuße ich da mit dem Wagen oben runter. Dann haben wir hier die Geschichte. Dann bauen wir eine kleine Treppe noch hier dazu. Ich komme hier nach wie vor raus. Und hier dann rüber. Und dann können wir auch mit dem Wagen rüber die Knochen rüberschieben, wenn das geht. Ich warte mal, bevor ich baue, gucke ich erstmal, ob das überhaupt funktioniert. So, mein Lieber. Ja, Sticks brauchst du auf jeden Fall. Jetzt hast du wieder kaputt gemacht, du Säckel. Nameless. Oiderle. Oiderle, was machst du denn immer alles kaputt? Ihr habt so auch gehört, dass es gerade am Kaputtgehen war, oder? Leute. Das war doch gerade eben das Zeichen hier. Hast du das oben nur kaputt gemacht? Keine Ahnung. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Wagen. Aber hier sind Sticks drin. Ey, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt keinen Wagen finden. Legoan, was hast denn du eigentlich vor, Diggerle? Erzähl's uns. Der Nameless friert schon wieder. So, pass mal auf. Hier ist ein leerer Wagen. Ich kann Stein. Ich kann Stöcke. Stein und Stöcke. Aber kann ich auch Knochen? Ich hole mal kurz welche. Hier sind leer. Oh, die habe ich jetzt schon draußen alle drin. Kurzer Moment, bitte. Kurzer Moment. Gleich sind wir soweit. Huch, der Vogel, Alter. Hast du gesehen? Wie der uns in die Camp geflogen ist. Hier musst du durch. Und dann hier durch. Ja, yeah, ohne auszulösen. So, ich nehme mal mit, so viel ich kann. 15 ist, glaube ich, Max, ne? Gibt es einen Knochenbeutel? Weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Gibt es einen Knochenbeutel? So, pass auf, Leute. Wo waren jetzt das Wegele, das ich gerade auserkoren hatte, um zu testen? Das war hier draußen, gell? Aber guck mal, so langsam geht's doch. Wir finden uns schon zurecht. So, ich kann Stein. Ich kann Sticks. Ich habe eine Falle gehört. Wir können keine Knochen einlagern. Das heißt, ich würde die Mutanten in Zukunft drüben verbrennen. Dann bauen wir den Steg. Dann schleife ich die da immer auf die Wegen. Ich komme nur mit den Wegen hier nicht mehr rein, ne? Es sei denn, ich baue eine Falle ab. Wir gehen jetzt schlafen, Leute. Ich muss was sehen. Pass mal auf, ich habe jetzt einen Plan. Kleine Planänderung in der Planänderung, ne? Also die Körperwelten kommen schon noch. Leute, ich habe es jetzt ja schon ein bisschen abgespeckt, dass wir da nicht ewig brauchen werden dafür. Hier machen wir zu. Hier gehen wir hoch. Schlafen wir kurz. Zeit haben wir nämlich noch. Ich will jetzt den Bootssteg da hinten. Also nicht Bootssteg. Achso, brauche ich den? Muss ich da mit dem Ding noch durchkommen? Nee, ne? So, Nebles. Schlaf. Dann machen wir das jetzt gleich noch fertig. 12 Hölzer. Die besorge ich uns. So, mein Freund. Heute gibt's Fisch zum Frühstück. Und dann drüben gleich in der Falle gucken, weil einen haben wir nämlich schon bekommen, einen Typ. So, die und die Geschichte. 12 Hölzer. Dann gehen wir oben rum. La 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 li la 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 la. Da drüben hängt unser erster Knochen für den Zaun. Dum dum di lum di lum di lum. Weil ich kann ja mit den Wegen über den Steg, dann kann ich so drüben verbrennen, dann ist der Weg nicht so weit mit den Knochen, ne? Leute, das gefällt mir tierisch gut, hier über unsere Base, über unseren Fallen rumzulaufen. Zack, rüber. 12 Hölzer. Oh, bin ich kurz aus. Alter, wieso hast denn du einen Rechtsdrall? Das haben wir ja gar nicht besprochen. Oh, ich schwitze schon wieder, Leute. Es ist Sommer halt, ne? Man merkt's. Man merkt's. Ich kann's noch so niederreden.
Da wollte ich jetzt damit anfangen, ist klar, ne? Wir werden auch noch jede Menge Lampen brauchen. So, Leute, das wird doch ein absolut gattiges Gärtle, oder? Bam, bam, da, di, da, 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 da. Das komplette Ding gehört uns hier, das komplette Viertel. Wir sind ein Kontinent im Kontinent hier. Da gibt's mal gar nichts. Hallo, Reh. Mich wundert es, dass hier noch nicht ein Mutantler aufgetaucht ist auf der Ebene. Aber das kommt noch, bin sicher. Dann müssen wir natürlich eine Wall bauen, ne? Ist klar. So, wir gehen auch gleich klöpfeln ein bisschen, Leute. Mir fehlt's auch. Mir fehlt's auch. Also, 12 Stück haben wir gesagt, brauchen wir für den Steg unten. Könnte ich die mit der Seilrutsche? Ich hätte die mit der Seilrutsche machen können, ich hält. Machen wir auch. Ist, glaube ich, gescheiter. Macht auch mehr Spaß, Leute. Es sind ja nur 12 Stück. Den sammle ich jetzt natürlich ein und klopfen hier in den Wagen. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass wir die Möglichkeit haben, aber wir sollten die Möglichkeit nutzen. Das gehört auch dazu, ne? Schön ist es morgens hier, wenn die Sonne reinknallt. Hier ist es okay. Hier schwitzt ja nur der Nameless und nicht wir, ne? So, pass auf. Das war jetzt ein bisschen unnötig, aber wir finden hier... Vielleicht brauchen wir noch einen Geräteschuppen oder so. So ein bisschen fehlt mir auch mein kleines Häusle am Teich. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir rüber und schmeißen die 12 Hölzer, die wir unten brauchen, für den Steg von oben mit der Seilrutsche runter. Dafür haben wir so Sachen. Dann sollte man sie auch nutzen. Dachte ich gerade, das Seil macht hier einen auf Wind. Wow, wo ist die Zeit hin, Leute? Gut, sind wir halt gemütlich in die Woche reingestartet. Morgen wird es wahrscheinlich schon ein bisschen kniffliger und bunter werden. Müssen wir mal schauen. Kurzer Überblick. Ja, die sollte man eigentlich noch wegmachen. Gerade aus Prinzip, dass es hier schön wird. Schön baumfrei. So, meine Lieben. Zieht's euch mal rein, oder? Ich gucke das jedes Mal voll gerne an. Die Seilrutsche ist hier. Die Wurzel ist hier. Der Sedil spürt, dass wir kommen. Weil ich bin jetzt absichtlich hier rüber. Da kann es nämlich auch sein, dass mal ein bisschen was los ist heute noch. Da, die hauen wir jetzt beide weg. Das sind schon mal 10 und dann haben wir noch einen kleinen und dann ist gut. Soll man eine Wette abschließen? Meint ihr, wir haben schon 50 Stäge? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Aber wir machen den mal noch mit weg vorher. Ja, nee, mir ist gut. Du hast gerade gegessen, du bist fit. Und wenn wir schon hier sind, sollten wir normalerweise auch die nächsten 15 Knochen schon mal mit rübernehmen, weil dann sind es nur noch 170, die uns fehlen, ne? So, ich guck mal ganz kurz ins Buch. In die Stats. So. Nee, Stärke ist immer noch weit weg, aber unsere Athletik ist richtig gottgeil. Die ist echt gut. So, jetzt wird es halt eine Lauferei, weil ich hier mal wieder keinen Wagen sehe. Aber irgendwo ist hier einer. So, Nameless. Rüber damit! Rüber damit! 2 haben wir drüben, 12 brauchen wir. Weiter geht's. Flup, flup. Bevor sie halt kommen. Ah, da ist doch der Wagen, Alterle. 2 haben wir drüben, jetzt machen wir die hier noch. Bup. Dann brauchen wir noch 8 Stück. Die sammeln wir jetzt hier mit dem Wegele ein, Leute. Dafür haben wir es rübergefahren, rübergefahren, rübergefahren. Dafür haben wir es rübergefahren. Stopp, Nameless, in the name of love. 1, 2. Es ist eine Rennerei, oder, Leute? Ich freue mich echt schon auf Mittwoch, wenn wir den Armsi machen. Dann haben wir 4 Mutantenrüstungen, wenn alles hinhaut. 4 Mutantenrüstungen, das wäre ein Anfang. 4 Hölzer sind drin. 4 brauchen wir noch, Leute. Minimum. Dann haue ich den hier weg. Ja, Nameless, rode den Wald. Dein Vater hat dir dieses Stückchen vermacht. Ist ein kleiner, gell? Jo, ist ein kleiner. So, pass mal auf, wenn wir schon hier daneben stehen, sammel die gleich mal ein. Sag mal, wieso konnten wir da drüben nicht so viele Samen ansetzen? Es waren nur 3 Stück, glaube ich, ne? Müssen wir mal direkt gucken, wie die Gärten sich machen überhaupt. Lumlilum, vielleicht kann man auch nicht alles pflanzen, was es an Pflanzen gibt. Ich dachte eigentlich an Heckenkirschen, Blaubeeren. Blaubeeren gehen, das weiß ich. Aloe Vera geht auch. Die Blumen, die hätte ich noch nicht mal so gebraucht, weil da haben wir eine schöne Farmstrecke, ne? Jetzt pass auf. Pass mol auf, pass mol auf. Welcher war denn jetzt der Abweg, der da? Hier. Stopp! In the name of love! Nameless, zieh die Dinger rüber. Ja, 2. Und nochmal 2. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein, oder? Guck mal, die Gärten sieht man sogar von hier leicht. Wie krumm die geworden sind. Oh, ich schieße die jetzt alle rüber, die Hölzer. Wir haben doch drüben, glaube ich, einen Lockholder. So. Und Knochen wollte ich noch mitnehmen, richtig? Richtig. Wir brauchen eh mehr Hölzer. Wir müssen nochmal hoch gleich, Leute. Weil wir wollen ja auch eine kleine Treppe noch, dass ich mit dem Wagen auch wirklich hoch und runter komme. Jetzt pass auf. Knochen. Schwupp. Er ist wie so ein Waldschrat, ne? Er weiß genau, welche Wege, dass er laufen muss. Links, rechts, geradeaus, rüber. Er weiß es ganz genau. Ist richtig cool geworden, Leute. Macht echt sau viel Spaß halt, ne?
So, nimm das hier, 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 dann rüber, rüber, rüber und dann hier runter, weil hier passiert ja nichts. Und dann die Knochen da drüben rausgeholt. Stopp, die waren draußen. Oh, wieso habe ich die eigentlich umgeschichtet? Da wollte ich mir das super in Ordnung bringen, alles, dass wir nachher alles finden und dann finde ich erst nichts, ne? So, hier rüber. Stopp. Da rein, jawohl. Und 15 Knöchel geholt. Und die sind bald leer. Jo, Leute, da machen wir halt eine Schnetzelrunde, oder? Eine richtige, eine erwachsene, ausgewachsene Schnetzelrunde. So, hier durch. Türe zu. Ist das geil, oder? Das wird immer cooler mit ihm. La 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 la. So, und jetzt bau den Steg hier fertig. Siehst du, das geht viel schneller. Also, egal was wir jetzt gemacht hätten, das war das Schnellste, glaube ich, was wir geschafft haben. Nameless. Nameless. Danke. Ich hoffe, dass wir alle drüben haben und dass hier keiner fehlt. Genau an die Wurzel habe ich es gebaut, wo ich immer rüberhüpfe. Wollen wir gleich sehen, ob das gut war. Lumlilum. Unten durch kommt man nicht mehr, ne? So, das Ding hast du fertig gebaut, aber da waren doch mehrere Leute. Wir haben doch nicht genau die Anzahl geholt. Da fehlen welche. Da fehlen, glaube ich, welche. Gott, ist der hässlich, der Steg. Nebles, wieso ist denn der so krumm? Nebles, wieso ist denn der so krumm? Das ist ja scheiße. Guck mal, das ist so richtiges übles Handwerk, was er hier benutzt hat, der Baby. Und was ich jetzt auch gerade sehe, da kommen wir mit dem Wagen wahrscheinlich so nicht hoch. Das hätte ich ein bisschen gerade anzeichnen. Ich muss sowas bei Tag machen in Zukunft. Egal, wir werden das jetzt ausgleichen. Und zwar mit der steilen Treppe. Mit der steilen Treppe, das ist die eigene Treppe, ne? Die will ich. Und die geht hier nicht, oder was? Oh, ist das immer eine Scheiße. Wenn ich das alles nicht weiß, wo die Sachen gehen. So. Doch, es geht. Wenn ich die jetzt so hinsetze, haben wir das Problem, dass die nicht flach genug wird, oder? Doch, 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 doch. Aber du hättest mit E. Wie viel brauchten die? 14, aber hier komme ich doch dann mit dem Wagen wunderbar rein, ne? Das heißt, ich lasse dann hier einen Wagen stehen. Da können wir dann die Toten einladen und dann flitzen wir hier praktisch mit dem Wagen rüber. Und hier will ich das gleiche nochmal bauen. Ja, dann machen wir das jetzt. Jetzt haben wir es angefangen, jetzt machen wir es auch fertig. Leute, jetzt ist es schon angezeichnet. Jetzt müssen wir es auch fertig machen. So, das drehen wir aber schön ein. So. Und dann auch hier wieder ultra flache Geschichtle. Guck mal hier, so ganz knapp. Probier mal. Flach genug wäre es. Wir kämen hoch. 15. Also Leute, dann brauchen wir praktisch 15 und 12. Und die holen wir uns jetzt nochmal oben. Komm, wir gehen nochmal Seilbahn fahren. Machen wir vielleicht morgen erst fertig. Ich gucke gerade. Das ist nämlich alles sehr, sehr aufwendig hier. Das ist nicht wenig, was wir da schon wieder brauchen, ne? Ja, komm, wir laufen schön drüber. Lass mich mal das von hier angucken. Nehmen das. Machen wir langsam. Machen wir langsam. Manchmal. Ja, das müsste hinhauen. Dann haben wir hier eine direkte Verbindung. Schön ist es nicht, aber sehr selten, finde ich. Und dann können wir auf jeden Fall den Knochenzaun oben. So richtig viel Zeit sparen wir nicht und der Weg war zu holprig. Aber wir können da unten. Weißt du, was wir machen? Da unten vor der Treppe, Leute. Vor der Treppe, bei der Seilrutsche, so zwischendrin an dem Platz, da bauen wir unser Verbrennungsteil auf, ne? Da werden wir uns irgendwie so Lagerfeuerle hinsetzen, schön. Und Baskets nebendran rechts. Und da werden wir die in Zukunft weiden. Das gibt der Metzelplatz. Das gibt der Metzelplatz jetzt. Ist jetzt gerade entschieden worden. Jetzt würde ich sagen, Leute, machen wir eine knackige Folge heute. Die zweite folgt ja sowieso mehr oder weniger auf dem Fuße. Wir gehen jetzt hierher und füllen noch einmal den Wagen mit Holz. Dann haben wir nämlich schon die ersten 12 Holz drüben morgen und brauchen dann nur noch 12, 15 Stück holen. So machen wir das. Bereiten wir noch ein bisschen was für morgen vor. Dann wird es auch recht schnell durch sein. Und dann metzeln wir morgen auch ein bisschen. Wir müssen uns nämlich jetzt Knochen besorgen. So nehmen wir es. Aber die holst du raus, die gute Axt. Jawohl. So, pass auf. 12 kriege ich drauf. Das heißt, wir machen eigentlich. Aber hier hat es jetzt nur die hohen Bäume, ne? Ja, ist egal. Nimm die. Nimm die. Machen wir zumindest zwei Bäume noch. Der fliegt. Den holen wir auch gleich ran. Oder? Dann haben wir das tatsächlich. Wow, das war knapp. Fast wäre der Wagen weggeflogen. Dann haben wir morgen tatsächlich unten eine kleine, einen Überweg. Dann können wir von unserer Base rüber zum Metzelplatz mit einem Wagen fahren. Das heißt, alles, was wir an der Base holen, können wir dann da einlagern und rüberbringen. Finde ich schon mal nicht schlecht. So, pass auf. Bam, bam. Bam. Und Bämle. Und dann müssten aber hier noch ein paar Stämmle sein. Zack, zack. Und halt. Das ist ein Fake-Holz. Das hier kannst du nehmen, ja.
Flap, flap. Und die letzten beiden noch. Und da habe ich nochmal Bären gesehen. Die holen wir auch gleich noch an. Mit dem Bärenbeutel sind wir heute unterwegs. Hola, da, 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 da. Brombeeren gesammelt. Brombeeren sind gut. Und es regnet. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist für die Gärten mit Sicherheit nicht schlecht, wenn es ein bisschen regnet, ne? Heckenkirschen sammelt er jetzt gerade ordentlich. Das ist gut. Mach weiter. Ja, Baby. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Alles klar, Leute. Ich überlege gerade, ob wir die lange Brücke, ob wir die Hälfte von der langen Brücke mit einem Zaun machen. Ich guck mal eben. Weißt du, aber mit einem Stickzaun, dass wir den auch mal gebaut haben, ein bisschen länger. So, das Holz lasst ihr hier stehen. Das verbauen wir morgen zusammen dann mit den Leuten. Danke, nämlich. Bist ein Guter, bist ein Guter. Weißt du, aber hier drauf zu kämpfen. Ja, wir müssen es ja nicht komplett. Nee, habe ich eigentlich keinen Bock. Wir lassen es ja frei, Leute. So eine halbe Brücke nur eingezäunt ist auch blöd. Da hinten sind auch noch ein paar Bäume. Da können wir auch noch ein bisschen was ranschaffen. Vielleicht fahren wir da noch kurz welche ran. Aber eigentlich sind wir durch für heute, würde ich sagen. Hast du nicht nochmal 15 Knochenkohl gerade? Siehst du, wieder ein Element fertig. Und? Ah, schade, hat nicht ganz gereicht. Ja, Leute, das wird total niedlich. Jetzt pass mal auf, wir hatten doch hier auch noch diese Lampengeschichte. Ich will auf jeden Fall Lebenskatapult Lampen haben. Das auf jeden Fall. Und ihr habt ja auch geschrieben, es wäre toll, wenn es ein bisschen heller wäre. Und vor allem das Licht ist ja auch wunderschön, ne? So, Leute, pass auf, dann machen wir hier Lebenskatapult. Auf jeden Fall ein Lämplener. Schädel fehlen uns wieder, aber die bekommen wir, weil wir eh Knochen farmen müssen. Und hier machen wir auch noch eine hin. Jawohl. Zwei Schädel fehlen jetzt hier. Dann haben wir das Katapult ausgeleuchtet. Hier haben wir eine Lampe schon mal. Wie sieht es denn bei der aus? Da fehlt jetzt ein Stick. Oh, Nameless, Alter, du tötest dich noch beim Leiterlaufen, verstehst du? Einer ist immer dabei jeden Tag. Habt ihr schon mal gemerkt? Ein knapper Moment. So, ich will nur die Lampe noch schön fertig basteln. Ja, guck mal, hier haben wir doch sowieso einen Haufen Zeug. Dann machen wir den Metzelplatz hier hin. Ich weiß noch nicht genau wie. Müssen wir mal schauen. Halt, stopp, wo gehst du denn hin? Doch. Doch, er ist richtig. Wieder Lämple fertig. So, meine Lieben. Das war's für heute. Ich speichere uns jetzt hier unten kurz ab. Und dann machen wir morgen an Ort und Stelle hier direkt weiter, ne? Hatte ich hier wirklich Lockholder? Nee, das habe ich geträumt. Das habe ich geträumt. Vielleicht in einer anderen Staffel mal. So, Leute, ich speichere hier ab. Wir sehen uns morgen wieder. Pünktlich um 19 Uhr zum Entschleunigen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann.